Hallo und herzlich willkommen bei meiner Therapiestunde. Ich bin wieder mit dem Doktor unterwegs, weil die Leute, es ist kalt draußen, sie frieren. Man sieht ja, der Himmel ist nicht so fürs Campen geeignet und sie haben sich einfach durchgesetzt. Und ja, man hat mich gerufen, um dort mal einen Blick drüber zu werfen, um sie zu heilen, um sie zu unterstützen und um mal Videchen zu gucken. Außerdem wollten wir eine Reflextherapie machen. Das heißt, wir hauen denen auf den Arm zum Beispiel und gucken dann, ob der Arm auch zuckt und so und ob alles noch gut funktioniert. Das ist wichtig, um die Gesundheit der Campers zu gewährleisten. Das muss einfach mal gemacht werden und ja, wir gucken mal, wie erfolgreich wir werden und hoffen, dass wir damit viel, viel Geld verdienen. Weil wir sind ja Doktor, wir brauchen das Geld. Ich meine, die Autoversicherung und das Auto, die neue Villa, meine Frau, das ist alles sehr, sehr teuer. Das muss man alles bedenken und deswegen müssen wir auch wenn einer schon untersucht wurde, einfach nochmal untersuchen, um mehr von der Krankenkasse abrechnen zu können. Das ist halt wichtig. Und ja, ihr könnt mich unterstützen, damit ich nicht in Armenhaus lande, indem ihr mir einfach ein Like drauf gibt und euch auch noch meine anderen Videos anguckt. Und vielleicht für den Algorithmus einen Kommentar hinterlässt. Vielen Dank dafür und ja, beginnen wir mal. Ich bin noch nicht so stark mit dem Doktor, muss ich sagen. Ihr werdet auch merken, dass ich wenig blitzel, weil, ja, ich würde viel lieber mit Michael spielen, um ehrlich zu sein, ja. Aber ich habe halt bei allen anderen noch keine Perks und ohne Perks ist es ein bisschen schwierig, mit einem neuen Killer unterwegs zu sein. Guck mal, da sehe ich schon den ersten. Habe ich den ersten schon gesehen? Das ist doch fies, oder? Die Runde hat gerade erst angefangen und ich sehe halt schon jemanden. So geht es mir auch oft und dann denke ich immer so, what the fuck? Womit habe ich das verdient? Guck mal, können wir direkt wegziehen? Da ist auch ein Haken. Direkt hier. Moment, ich muss mich noch um meine anderen Patienten kümmern, aber dann ist alles okay. Ich komme gleich auf sie zurück. Moment. Wenn sie kein Privatpatient ist, dann kann ich ihnen leider nicht helfen. Guck mal, da hat sich einfach wieder jemand dran geklaut. Ich gehe mal hier vorbei, vielleicht. Ach, guck mal. Da ist noch eine weitere Patientin. Sie sieht schon so ein bisschen kränklich aus mit ihrer Haarfarbe. Guck mal, hier sind eigentlich ganz nett. Hat sie sich da einfach rangesetzt? Ich meine, ich werde Geld einnehmen und sie machen die ganzen Stromkästen an oder was? Wisst ihr, was das für Strom kostet? Wisst ihr, wie viele Patienten ich da die Beine amputieren muss, um das zu gewährleisten? Das ist nicht die, die ich aufgehangen habe. Ich habe sie verloren. Ich habe sie wiedergefunden. Ah, da ist sie ja. Mäuschen, ich habe dich vermisst. Oh, gucken wir mal. Da kann ich sie aufhängen. Ich meine, sie hat sich hier verletzt dran gesetzt, denn ist halt ihr. Aber wir hatten sie eh nicht aufgehangen. Ah, sollen sie mal gehen. Ich mache erstmal hier die Palette kaputt. Und dann gehe ich erstmal rüber. Ich meine, wir müssen sicherstellen, dass die Generatoren nicht so viel Strom fressen. Ich meine, ich werde nicht bis Unendlichkeit hier arbeiten. Um die Stromkosten. Wisst ihr, was wie teuer Strom heutzutage ist? Ich meine, die Kiddies von heute, die wissen es einfach nicht. Die machen so, oh ja, wir spielen jetzt einfach so, dass alles angemacht wird. Und ist mir egal, was mit dem Strom ist. Guck mal, hier habe ich schon wieder... Sie heilt sich einfach nicht. Das ist aber nicht meine Schuld. Gehen wir einfach mal hier ran. Dann gehen wir gleich wieder zurück. Ach gut, dass es nur ihn getroffen hat.
gehen wir auch gleich nochmal zurück. Ich muss halt meine Gens abgeben. Das war nicht so gut von denen. Irgendwas ist da rüber gerannt und dadurch habe ich halt gesehen, habt ihr selber gesehen, oder? Hey, ja, war doch meine Patienten, die wollte ich da noch untersuchen. Mensch, Mensch, Mensch. So, sie ist auch dran. Geh natürlich wieder zurück. Oder? Wir gehen mal zurück. Da sind nämlich zu viele. Oh, doch nicht. Wenn die sich hier erstmal heilen. Ich meine, warum setzen sie sich dann mitten im Feld dafür? Ich meine, wenn ich da vorbeilaufen muss, ich muss wegen den Strom aufpassen. Oh Mann. Wir versuchen jetzt, wenn sie da jetzt stehen. Nee, ich bin nicht drin. Es wurde sie schon gar nicht mehr geheilt. War auch nicht meine Absicht, dies zu tunneln, aber ich bin halt vorbeigelaufen und ja. Der Lebenswille ist schon ein bisschen erloschen. Geh mal da hingucken. Oh, die sind doch da, oder? Nee? Ich meine, die wissen eigentlich, dass ich nur hier in dem Ding bleibe. Wir tunneln nicht. Die will ich ja gar nicht folgen. Da ist sie. Ach, guck mal, jetzt wirft sie mir hier alle. Nein? Doch, mach mal. Ach, scheiße. Gehen wieder rüber. Da war nämlich die andere Verletzte hingelaufen. Und die heilt sich schon wieder nicht. Oder sie heilen sie zumindest nicht. Sie heilt sich halt wirklich nicht. Was soll man davon halten? Was soll denn das? Hier sind Spuren. Es ist schön, dass ihr sie beschützen wollt. Aber guck mal, sie macht hier halt Gens, anstatt sich zu heilen. Sehr loblich, dass sie sich für sie einsetzen. Aber sie macht halt Gens. Wenn sie sich heilen würde, würde ich sie in Ruhe lassen jetzt. Aber... den lassen wir erstmal liegen. Wir gehen ja mal rüber.
Da, sie ist da. Sie macht Jens. Ich kann sie halt nicht alleine lassen. So. Wir nehmen sie mal aus dem Spiel, weil ganz ehrlich, ich lasse sie ja hochheilen. Aber wenn sie an Jens sitzen, ja, dann brauche ich nicht warten, bis sie sich hochgeheilt haben. Dann ist das halt ein bisschen so, ja, kontraproduktiv, weil ich kann ja auch nicht immer weglaufen, wenn da auch die Jens sind, die ich beschützen muss. Das ist halt dieses... So. Dich wollte ich mir nämlich auch noch snacken. Pack mir immer hier vorne hin. Die andere läuft dort hinten hin, die andere ist hier. Lass mal die, die wollte ja wenigstens helfen. Die andere hat hier Struhe. Oh, sie ist wieder zurückgelaufen. Wir tun nicht ihn tunneln. Wir gucken mal, wen wir hier noch finden. Ich schätze mal nicht, dass er hier zum Ding gelaufen ist. Ich schätze mal, das war so ein Ablenkungsmanöver. Was ich aber dankbar annehme, weil ich will ja nicht tunneln. Da ist er. Soll er sich heilen? Sie einmal im Kreis gelaufen. Kann ihn hier irgendwann schneller sein als sie? So, jetzt ist die Jagd angefangen. Das ist schön. Aber jetzt muss ich ein bisschen mal hier... Ich habe ihn nämlich gerade hier gehört. Zumindest dort irgendwo und dachte mir so, what? Da wird er jetzt nicht auch nicht sich heilen, oder? Der hat sich doch vorhin geheilt. Warum ist er noch nicht geheilt? Ich meine, er muss es mit Absicht gelassen haben, sich hochzuheilen. Ja. Der hat sich mit Absicht nicht geheilt. Wir gehen nochmal zurück. Oh, guck mal, da oben ist ja noch einer. Oh, der interessiert mich so gar nicht. Gehen wir da rein. Oh, Scheibenkleister. Okay, dann muss ich aber den oberen. Das ist dein Ernst? Das ist jetzt dein Dank, dass ich den nicht, dass ich den verschont habe. Dass er sich einfach ungeheilt quasi... Ich höre sie. So. Ich meine, das ist eine schlaue Taktik. Aber ich habe ihn ja extra nicht getunnelt, damit er sich hochheilen kann. Und ich wette mit dir, er braucht jetzt nur so Mühe, wenn ich ihn verfolge. Und dann macht er so das Mühe voll. Gute Taktik, aber
gehen gleich nochmal nach oben. Oh echt? Niemand ist nach oben gegangen. Also das merken wir uns, ihn nicht mehr verschonen. Die Idee wird nicht mehr verschonen. Ich hab's gesehen. Hat der einen Sani-Kasten? Nee, das kann nicht sein. Der kann sich ja nicht schon mal geheilt haben. Das muss Taktik gewesen sein mit Selbstheilung, denke ich. Schon wieder jemand nach oben gedrückt. Wir müssten jetzt mal wieder jemanden ranbekommen. Ich würde so gerne mal anderen Killer spielen. Oh, sie lauern. Auf der Lauer, auf der Mauer sitzt ein kleiner David. Auf der Lauer, auf der Mauer sitzt ein kleiner David. Das wusste ich natürlich, hab's aber vergessen. Warum habe ich das schon wieder vergessen? Auf der Lauer, auf der Mauer sitzt ein kleiner David. Die versuchen jetzt den einen verzweifelt fertig zu kriegen. Dürften sie es zu zweit nicht schaffen. So lange habe ich jetzt für die Verfolgung nicht gebraucht. Ist die Verletzte? Nee. Ist noch nicht mal die Verletzte. Die Verletzte ist im Haken gelaufen. Wir gehen mal kurz gucken. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Da habe ich welche gesehen. Wir gehen halt schon wieder dahin. Claudia, du bist das Einzige für mich. Oh, vielleicht auch nicht. Oh Mann, ey. Es macht so Spaß, Killer zu spielen. Da oben ist schon wieder jemand.
Oh, guck mal. Sie ist tot. Wir müssen ganz kurz mal gucken. Der wurde weiter zurückgesetzt. Oben ist natürlich jemand. Oder zwei. Oder es war Taktik. Nee. Es wäre keine Taktik. Da wurde tatsächlich ein bisschen mehr gearbeitet. Alles meine Gens. Die anderen würde ich auch gerne noch ausschlagen. Aber das geht leider nicht. Da ist Claudia. Oh. Claudia denkt, sie ist unsichtbar, wenn sie sich hinhockt. Geht mir auch immer so, wenn ich sie spiele. Denke ich auch einfach hinsetzen. Wir wissen natürlich, wo David abgeblieben ist. Das hat nicht ausgereicht. Ah. David. Den Haken, der ist doch leider schon besetzt. Wir müssen einen suchen. Nicht der. Einen anderen. Guck mal, der hier zum Beispiel. Der ist noch total clean und... ja, okay. Er ist ein bisschen schmutzig. Er ist ein bisschen schmutzig. Ich geb's ja zu. Oh, hat's so gut gemacht. Ich hätte die Lucas zuschlagen müssen. Ah, ist okay gewesen. So, wie gefiel euch diese Runde? Hat euch diese Runde auch gefallen? Ich meine, wir geben ja den letzten eh immer die Chance. Und war ja trotzdem eine gute Runde. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst bitte ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und vielleicht noch einen Kommentar, wenn ihr mich unterstützen wollt. Vielen, vielen Dank dafür. Bis nächste Mal. Baba.